So, herzlich willkommen zurück beim Gameplay von Splatoon Global Test Fire. Wir schauen uns jetzt gleich einmal das Tutorial an, was hier angezeigt wird. Das wollt ihr mir gleich mal ausprobieren. Im Revierkampf musst du in 3 Minuten möglichst viel Arena-Boden einfärben. Färbe möglichst viel des Arena-Bodens in der Farbe deines Teams. Für das Einfärben erhältst du Kampfpunkte und für den Sieg einen Bonus. Außerdem füllt sich beim Färben die Spezialanzeige deiner Spezialwaffe. Ist die Spezialanzeige voll, drücke R und setze sie ein. Die Unterstützung deines Teams mit der Spezialwaffe... Oh, das war zu schnell. Während des Kampfes siehst du auf dem eine Karte der Arena. Die Karte verrät dir, wo der Gegner sein Revier erweitert. Berühre auf der Karte Bild eines Teamkameraden und springe zu ihm. Setz den Supersprung, überleg dann und hüte dich vor Hinterhalten. Wirf einen guten Blick auf die Karte und aktiviere dann den Supersprung. Und vergiss nicht, das Gamepad im Auge zu behalten. Ja, das war jetzt das kurze Tutorial zum Anschneiden und ich würde sagen, wir testen jetzt mal gleich die erste Waffe aus. Machen wir schnell in die Option reingeschaut. Das Ganze hier ist ein Voice-Over, das heißt, ich habe es jetzt im Nachhinein vertont, nur dass ihr da auch mitkommt. Und ja, ich würde euch jetzt quasi pro Video eine Waffe zeigen und wir fangen jetzt mit dem Junior-Kleckser an. Ja. Jetzt am Anfang werden erstmal Kämpfer gesucht. Auf dem unteren Screen kann man während dem ganzen ein bisschen Kampf gesucht wird, so ein kleines Minispiel spielen. Bin gespannt, wie sie es dann im kompletten Spiel ausbauen. Dadurch, dass es eben im Nachhinein ist, kann ich jetzt auch viel auf Sachen eingehen. Das ist eben das Tolle daran. Und ja. So, färbe möglichst viel ein, ist ja ganz klar. Ziel des Spiels ist quasi am Ende der Zeit, so viel wie möglich eingefärbt zu haben. Ich werde jetzt quasi zusammengeschmissen mit irgendwelchen Online-Playern. Und genau, so ist die schnellste wie man sich am schnellsten fortbewegt. Nach vorne spritzen, dann tauchen und gleich bis zu der Stelle, wo man taucht. Und dann gleich wieder raus und weiter spritzen. Ja, von der Waffe her fand ich die eigentlich sehr gut zum Spielen. Ich muss sagen, ich mit dem Roller bis jetzt bin ich eigentlich am besten unterwegs gekommen. Also wenn ihr zu dem Roller kommt, werdet ihr das, wenn wir von Videos her zum Roller kommen, werdet ihr das auch das sehen. Den der gerade verwendet, der hat mich nämlich überfahren. Klecksroller nennt sich der. Und wenn man jetzt am Startpunkt hier ist und dann auf den Teamkameraden auf dem Gamepad drückt, wird man quasi zu dem Teamkameraden hingeschleudert. Ist ganz cool. Aber es kann natürlich auch Hinterhalte geben, wenn jemand stirbt. Wenn jemand vorne ist, kann man damit rechnen, dass auch schnell jemand wieder nachkommt. Und ja, hier hat mich einer abgeschossen vom Podest da oben. Genau. Ja, vom Spiel an sich her, die Farbe geht ja auch irgendwann aus. Wenn man dann die nachfüllen will, muss man einfach nur in der Tinte wieder als Tintenfisch rumschwimmen. Dann füllt sich die Farbe wieder auf, dafür gibt es die Anzeige, die hier auch angezeigt wird. Und ich habe hier versucht, ihn abzuschießen. Vorher ist er dann nochmal nach unten geflüchtet, das hat nicht geklappt. Dann kommt er sogar zu mir und stellt mich... Ich glaube, ich sterbe jetzt auch gleich. Ja. Dann habe ich versucht, hier noch Bombe und so, aber da war es schon zu spät. Peng. Und da war ich weg. Was auch ziemlich interessant ist, wo ich halt oft den Fehler raushöre. Also, die Personen, die wir hier spielen, sind Inklings. Das ist eine Rasse, die sich quasi verwandeln kann. Aber viele machen den Aspekt falsch. Und zwar ist es nämlich Tintenfische, die sich in Menschen, also in Humanoide verwandeln können und nicht Humanoide, die sich in Tintenfische verwandeln. Also es sind quasi Tintenfische mit Kräften und die Energie haben sie quasi von der Tinte. Und ja, und deswegen, das machen viele falsch, deswegen wollte ich es mal anbringen. Außerdem noch interessant zum Multiplayer natürlich, es zählt nur die Tinte, die auf dem Boden ist, nicht auf irgendwelchen Gegenständen. Bei den ersten Matches seht ihr mich, wie ich versuche, die Gegenstände neben mir einzufärben, was kompletter Schwachsinn dann eigentlich war, auch an der Wand und so. Aber da kommt man echt schwer hin, wenn man keinen Shooter in der Hand hat, zum Beispiel einen Roller. Und das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Es ist auch nicht wirklich wichtig, hier jeden einzelnen Klecks zu machen. Klar, Kleinvieh macht auch Mist, aber wenn man, kommt darauf an, was von der Zeit her effektiv ist. Und hier sieht man nochmal richtig gut. Ich habe wirklich hier mein Möglichstes gegeben.
Aber wir haben es ja leider nicht geschafft. Die haben uns besiegt. Ja. Wir waren quasi ein Roller. Und ja. Also es gab noch einen, der hier wirklich noch sein Ernstes probiert hat, aber es war hier ganz am Anfang der Session. Da kann man nicht so viel rausholen. Bis zum nächsten Mal.